So, weiter geht's mit neuen Runde auf Endless Life. Ich habe gerade aktuell ein bisschen höheren Ping, weil mein Abo für, also weil ich kein Abo habe für Exit Lag. Ich dachte mir, das wäre kostenfrei, aber es war dann eben nur die Testperiode und deswegen ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich wert ist, für 100 MS weniger dann irgendwie 8 € im Monat zu zahlen, weil ein Jahresabo macht keinen Sinn, ein Quartalsabo fraglich. Genau, insofern, ich meine, mit Action Slot geht es halt eigentlich klar. Ohne Action Slot ist es ein bisschen schwieriger, aber auch das ist halt eigentlich noch so okay irgendwie. Und genau, muss man mal schauen. Also, ich weiß nicht genau, aber mal abwarten. Ja, Party haben leider aktuell gerade keine mit Skills. Ich habe gerade schon nachgeschaut, aber das sieht schlecht aus. Oh, Gornikleis bringt ein STA. Okay. Nice. Nice. Genau. Also ich habe auch nochmal jemanden gefragt, wie es aussieht mit den Gigs. Ich habe gerade einen Namen vergessen. Ich bin schlecht mit Namen, aber naja. Auf jeden Fall, man farmt diese Gigs wohl scheinbar jetzt nicht regulär. Man killt ja quasi einfach nur die Monster auf seinem eigenen Level. Und die Gigs sind quasi nur da, wenn man halt eben den Battle Pass leveln will. Denn, oh Leute, wir sind 42, ups. Denn dann geben die irgendwie 1000 Battle Pass Punkte. Und ansonsten sollte man die jetzt nicht unbedingt gerade killen oder farmen, weil die dauern halt einfach ewig. So, Pet. Hä? Okay. Interessant. Dann würde ich mal sagen, können wir rüberfliegen? Ja, wir könnten. Ja, komm, wir fliegen einfach rüber da. So. Einmal, okay. Gut, okay. Passt. Genau, also ich glaube, wir fliegen am besten direkt zu diesen Prankstern. 47, glaube ich, macht dafür ganz viel Sinn. Oder eher Sinn zumindest. Genau, Partysituation. Das Problem ist, ich muss jetzt schon mal generell ein bisschen früher mal aufnehmen. Denn klar, ich meine, die haben jetzt aktuell, wie viel Uhr ist es da? Plus 6 Stunden. 4:40 Uhr morgens. Da ist natürlich jetzt nicht so viel los. Wobei man dazu sagen muss, Spielzahlen von 703 sind natürlich schon echt ziemlich gut irgendwie. Aber ich denke mal, vieles ist einfach AFK. Ist einfach zu spät. Also zu früh, zu spät, wie auch immer. Zu früh und zu spät oder so. Keine Ahnung. Genau. Ja, das ist die Sache. Muss man denn hin? Warte mal kurz. Ah ja, lol, wow. Ich dachte mir gerade noch St. Morning. RIP my life. Oh Mann, ey. Genau. Ja, okay. Ich habe übrigens was. Oh, ist das Ding Master Lost. Ach komm. Leute, warum sind hier so viele Spieler? Warten die hier auf irgendwas? Level 1? Level 1? Level 25? Hä? Was ist deren Mission? Level 20? Hä? Hey, Lola, wie fliegen die mit Level 1 schon? Bei Perrin. Lol. Also einige Sachen sind ja irgendwie echt anders. Also es ist wirklich interessant. So, wir haben noch Buffs, genau. Ja, ich weiß, wir hätten uns rebuffen können. Ich habe es aber gerade ein bisschen verplant. Okay. Ach, sie haben sogar Feuer, stimmt. Wasser gegen Feuer, ja, perfekt. Easy, super. Okay, damit kann ich leben. Was macht denn eigentlich mein Pet hier aktuell? Hey. Ah, jetzt, okay. 47, ja, okay, also wir leveln halt eigentlich echt okay. Die Levelgeschwindigkeit ist halt momentan. Die Levelgeschwindigkeit ist halt voll in Ordnung.
Ich weiß es gar nicht, warum wir so schnell leveln. Aber schätzungsweise, ja, wir werden halt relativ viel Zeit noch verbringen müssen. Beziehungsweise auf Unterlevel 60, um ein Set zu farmen. Ich muss sagen, dass es halt wirklich problematisch wird. Na komm. Also wir brauchen halt mindestens Party-Skills. Das auf jeden Fall. Was brauchen wir noch? Ja, Party-Skills und Glück auf alle Fälle. Oder wirst du uns halt ein Korallenticket oder so? Das wäre auch eine Idee, ja. Das wär eine Idee, ja. Also wir kommen schon ran an ein Korallenticket. Das könnten wir machen. Könnten es auch direkt machen, theoretisch. Ich weiß gerade noch nicht, ob es jetzt... Wobei, nee, so mit Relocken verbunden oder so wegen Nightpunkten. Ja. Ich glaube, wir machen es nächstes Mal. Generell, die Droprate in Life steigt, zumindest normalerweise immer, je höher das die Mobs sind, solange sie noch in Level-Range sind, desto höher ist die Drop-Chance eben dann auf, ja, diese Items, die Items der Begierde. Und, genau, ja. Müssen wir mal schauen. Was ist das denn auf dem Ringmaster? Skills, ja, kann man nichts machen aktuell, nicht wirklich zumindest. So, hier ist was. Ich habe übrigens mit dem Developer hier gesprochen und er meinte, dass die versuchen, dass die irgendwas ändern bzw. verbessern können, damit hier quasi der Ping für die Europäer ein bisschen besser wird. Ich denke mal, es wurde noch nicht umgesetzt, aber ich schätze mal zumindest, dass die daran arbeiten. Und ja, ich denke mal, dann wird es auch ein bisschen interessanter für die meisten. 7 von 10. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Okay. Also im Ringmaster 41. Oh, lol. Wo ist ein treuer Level, treuer Ding hier? Keine Ahnung, wie gut das hier ist. Vielleicht ist es nutzlos, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ob es hier Offi-mäßig ist oder so, oder halt anders. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich Offi-Stats sind, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. Noch nicht. Never judge a book by its cover oder so. Oh, fast 9 Minuten Buffs. Das ist doch ganz angenehm. Ich war jetzt übrigens, glaube ich, dann fast 3 Tage beim Shoppen. Also online. Also manchmal, wenn man so bestimmte Sachen sucht. Also teilweise denke ich mir echt so. Also manche Sachen gefühlt gibt es einfach nicht auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob teilweise einfach kein Ding existiert, keine Nachfrage dafür existiert. Oder keine Ahnung. Also, wird auch 10 Millionen. Leute haben alle 10 Millionen. Okay, das heißt, man farmt vielleicht erst dann später oder so. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Nee, auf jeden Fall. Was ich wollte war, ich meine, ist vielleicht schon eher zumindest so in Richtung speziell, aber jetzt halt nicht so, was total ausgefallen ist oder so. Auf jeden Fall, ich habe dran gedacht, beziehungsweise ich habe so einen Gedanken gehabt. Also, ging um Kleidung. Und ich wollte im Prinzip halt eigentlich irgendwie sowas einfach leicht zum Drüberziehen für den Sommer. Einfach so irgendein Hoodie, der halt einfach nicht besonders warm ist, den man halt einfach am Abend anziehen kann, wenn man gerade am Lüften ist, wenn es wie aktuell draußen 12 oder 11 Grad oder so hat. Und wenn man halt jetzt dann irgendwie nicht unbedingt einen Pullover anziehen will, weil der dann halt wieder viel zu warm ist. Also bei mir im Zimmer hat es immer so zwischen 18 und 22, 23 Grad und naja, beim Lüften ist halt ein Pullover einfach ein bisschen warm und während das Lüften, oder zwischen den, also zwischendrin, wenn man halt eben nicht lüftet, ist es halt ein bisschen zu warm. Ich glaube, was nicht los ist. Und wenn man halt lüftet, ist es halt okay und so, aber ich wollte einfach irgendwie sowas, was halt, naja, so zwischendrin ist.
Oder was ich einfach anlassen kann, egal ob es gerade 18 Grad hat oder 22 oder 21 oder so. Naja, war auf alle Fälle ganz lustig. Ich habe dann, wie gesagt, 3 Tage lang gesucht. Und man glaubt es nicht, aber es gibt einfach nichts. Also ich habe schon so einschlägige Marken und so im Kopf gehabt. Und habe natürlich alles mal angeschaut. Ich habe bei Intersport, Amazon, Otto.de. Alles mögliche habe ich durchgehabt. Und es gab effektiv nichts. Also nichts von dem, was ich mir da vorgestellt habe. Und ich habe dann später so wirklich nach ungefähr 2-3 Tagen was gefunden. Aber ich muss jetzt sagen, das war halt echt nicht mal so annähernd. Das, was ich mir halt dann irgendwie so vorgestellt habe. Also vor allem Dingen, das Lustige sind auch so, wenn man zum Beispiel so bei Herrenkleidung schaut, da gibt es dann schon sowas, oder auch mal unter Kapuzenshirt oder so, habe ich dann mal geschaut, gab schon. Das Ding ist aber dann, bei Herren zum Beispiel, und das war, glaube ich, bei fast allen Shops gleich, wo ich geschaut habe, das waren effektiv einfach Pullover. Also gab es gar nichts Dünnes oder so, das waren einfach alles dicke Sachen. So irgendwie, es nach dem, also irgendwie so, als wären halt irgendwie Männer so verfroren, dass die halt irgendwie, keine Ahnung, unter 5 mm Stoff geht da nichts oder so. Keine Ahnung, ist aber echt ganz komisch. Ich glaube, bei Otto war es dann auch, wo ich geschaut habe. Ich glaube, im Shop für Männer gab es dann 3 oder 4 Treffer. Und alle Sachen waren halt einfach wirklich effektiv Pullover. Dann habe ich halt nach Größe 176 geschaut, also halt im Kinderding. Da gab es dann 73 Treffer. Ja, also, und dann komischerweise gab es dann auch einfach Sachen, die halt wirklich so waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Also halt wirklich einfach dünnere Sachen, so halt einfach wie ein, ja, halt einfach wie so eine Dicke von einem T-Shirt oder so ungefähr halt. Und, aber halt so als Hoodie einfach. Und, ey, ich weiß es nicht, es ist teilweise ganz komisch irgendwie. Also manchmal, du hast irgendwie entweder sowas, dass effektiv S und 176 exakt das gleiche ist oder dass so Kindergrößen und Erwachsenengrößen effektiv das gleiche ist, einfach nur ein bisschen größer oder kleiner, je nachdem. Oder das ist so, dass dann in einem der beiden Shops das jeweils andere überhaupt nicht existiert, dass wirklich nicht mal irgendwas in der Richtung existiert. Und ja, es ist echt ein so ein Krampf einfach immer. Die campen hier alle wegen den Gigs, oder? Die campen wegen den Gigs? Ah, okay. Und, ja, genau, und dann kam es eben wieder so dazu, dass ich halt dann doch Kindergrößen gekauft habe, weil es ansonsten einfach nichts anderes gab. Größen waren übrigens auch, sind auch ein bisschen, ja, auch ganz komisch. Ich weiß nicht, also ich meine, ich bin ja generell schon ein bisschen im Clinch beim Kleidung kaufen. Ich finde es einfach nicht geil, was da irgendwie so momentan verkauft wird. Es sind echt komische Dinge. Also zum Beispiel die Dinge, die ich gekauft habe, also 176 bis 182. Ich habe von der Größe auch noch nie was gehört, aber okay. So, das war also das Erste, was also bei mir irgendwie so zutrifft. Das ist so dumm. Also das, wie nennt man das? Das Hauptteil halt so. Das, nicht jetzt die Ärmel, sondern eben der Rest. Der ist so lang, also wenn ich mich auf den Stuhl setze, dann hocke ich mich auf den Stoff noch drauf, weil er einfach so lang ist. Also geht quasi so, stell dir vor, ich hab eine Hose an mit Hosentaschen, die gehen mir quasi noch so 5 cm über die Hosentasche drüber. Das ist total verrückt. Ärmel sind halt so in der richtigen Länge und so, aber der Rest ist einfach viel zu lang irgendwie. Keine Ahnung, naja. Auf jeden Fall, ja, also Kleidung kaufen ist echt, ich weiß es nicht. Ich habe mir schon echt überlegt, vielleicht soll ich einfach irgendwie meine Karriere irgendwie so in der Modebranche starten und einfach ein eigenes Modelabel aufmachen, wo es einfach Sachen gibt, die sonst keiner verkauft. Wo ich aber der Meinung bin, dass es dafür schon einen Markt geben würde. Also, das bilde ich mir zumindest ein, so. Ich meine, keine Ahnung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass kein anderer Mensch oder kein anderer Mann oder so auf die Idee kommt oder irgendwie sich einen Hoodie zu kaufen, einfach halt sehr dünn, das ist halt einfach so für den Sommer oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, gibt es dafür wirklich null Nachfrage? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und
damals gab es ja mal von Under Armour so einen extrem dünnen Hoodie. Das war wirklich so ein, keine Ahnung, so ein Polyesterstoff. So ein wirklich ein ganz, ganz, ganz dünn. Ich weiß es nicht mal, ob es überhaupt ein. Also, es ist halt so dünn, wenn man halt irgendwie. Wenn man ein Handy drunter tut, dann scheint es halt wirklich durch. Also, man kann nicht fast das Handy ablesen. So dünn ist das Ding halt. Also, halt wahrscheinlich nicht mal ein Millimeter, vielleicht ein halber Millimeter oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ja, ein Millimeter wahrscheinlich. Keine Ahnung. Kommt schon hin. Oh, Black Earring, nice. Auf jeden Fall. Ja, so eigenartig, wie das Ganze halt eben ist. Irgendwann bin ich halt am Ziel gekommen und so. Eher schlechter als besser, aber. Ja. Ich bin kein großer Fan mehr vom Shoppen einfach. Das ist immer. Keine Ahnung. Es ist immer so ein Krampf vor allen Dingen irgendwie. Also. Ja, ich meine, gut, vielleicht ist es halt wirklich so, dass halt die meisten Leute einfach nach anderen Sachen shoppen. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass es halt dafür einfach gar keinen Markt gibt, dass es wirklich gar keiner kauft. Leute, haben die gleiche Axt gedroppt. Und beide entkommen. Also, ihr könnt auch gerne mal eure Meinung dazu schreiben, ob ihr so sagt, so, ja, verstehe ich halt, das würde ich halt auch nie kaufen oder so. Oder vielleicht sagt ihr auch so, ja, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, würde ich halt auch kaufen, aber habe ich auch nicht gefunden, vielleicht, also keine Ahnung. Also, ich kann es echt nicht einschätzen irgendwie. Ringmaster. Ah, ein bisschen laggy aktuell. Okay. Aber geht schon. Wir überleben es. Genau, also ich bin auch gespannt, wie es dann aussieht mit Dungeons Farmen und so weiter. Ja, müssen wir mal schauen. Townboss, Ehrensketcher, okay. Ich muss mich auf alle Fälle mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, wie man hier generell Geld verdient, wie man hier, also wie man hier irgendwas farmt oder so, weil momentan, ich weiß nicht, wie man hier irgendwie was farmt. Also Sets, keine Ahnung. Also das droppt halt einfach gar nichts. Ich habe halt wirklich, ich meine, okay, wir haben keine Party, also keine ordentliche Party, aber ja, es gibt ja keine Party aktuell. Aber ich meine, selbst mal abgesehen davon irgendwie, also wir droppen mir irgendwie gefühlt gar nichts. Zum einen hat er gedroppt bisher, da eine Wedge Suit oder eine Flurry Suit, aber ansonsten ist da halt einfach nichts. Na komm, Caster. Oh, was war das? Eine Landcard D? Wow. Okay, jetzt. Okay, das. Alter, wann habe ich zuletzt eine Landcard D gesehen? Generell D-Karten. Wann droppt man D-Karten? Okay. Also, die meinen das wirklich ernst mit Oldschool oder mit Offina und so. Ist krass. Aber ich muss sagen, ich habe gerade echt ein bisschen Schiss, weil wir gerade so schnell leveln und wir halt nichts droppen. Ich weiß halt, ich habe halt, wisst ihr, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie zum Dead End komme, wo ich halt einfach keine Waffen, keine Sets habe, kein Geld habe, dann aber irgendwie auch keine, oh, nice, keine Dungeons farmen kann, weil halt mein Equipment nicht reicht und ich halt effektiv dastehe und halt einfach nichts machen kann. Und das wäre halt wirklich ganz, ganz schlecht. Aber ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen kann. Also irgendwie. Ja, keine Ahnung. Das Problem ist halt, ich fürchte halt, was das darauf hinausläuft irgendwie. Also. Ja. Nur, wie kommen wir da am besten raus? Sind wir jetzt Cash Reflex geskillt, by the way? 9% Blockrate, okay. 7 ist irgendwo. Midi-Block 9%. Naja, okay.
Achso, Ringmaster kriegt keine Buffs beim Buffen. Ah, my bad. Droprate 50%. Also wir haben halt schon auch Droprate. Also wir haben schon... Ja, ich weiß nicht. Wie kommen wir halt an die Setteile? Ja gut, oder? Ich weiß natürlich jetzt nicht, was sie droppen, aber vielleicht können wir auch einfach... Ich meine, das Ding hat 10 Millionen HP. Boah, welches Level müssen wir denn sein, um das Ding killen zu können? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Bräuchten halt... Ja, bräuchten ein Set. Ja gut, außer wir killen halt einfach irgendwie einen ganz schwachen. Also halt irgendwie einen aus dem Low-Level. Das könnte man halt schon bewerkstelligen. Das wird klappen auf alle Fälle. Ja, da müssen wir ein bisschen schauen. Da müssen wir ein bisschen drum experimentieren. Ich überlege ja gerade, wie viel Damage müssen wir machen, um das Ding in einigermaßen akzeptablen Geschwindigkeit zu killen. 10k Damage vielleicht? Ja gut, okay, jetzt lass mal überlegen, wenn wir jetzt 65 sind. Auf Level 65 könnten wir halt schon Glück haben eigentlich. Das Problem ist dann wieder die MP. Wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir an MP kommen. Aber wie kommen wir wieder an MP? Also bräuchten wir einen MP-Refresher? Also einen Refresher-Hold? Ja gut, oder wir nutzen... Ja, ist auch blöd, oder? War schon immer so schwach irgendwie? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also momentan steigt auch unser Damage irgendwie so gar nicht irgendwie. Wir droppen auch keine Waffe oder so. Boah. Also wir können mal kurz probieren. Das mache ich am besten jetzt gleich. Geh mal kurz nach... Wir haben kein Geld. Oh, shit. Wir gehen trotzdem nach St. Morning und schauen mal da. Ah, okay. Ja, oder wir machen Quests. Aber Quests sind halt irgendwie auch nicht so geil, oder? Auch mit Steuern. Okay, also the grind ist krass. Hm. 210 KP. Also wir kommen schon auf ein bisschen Geld. Aber es dauert halt schon echt lange. Verdammt, der ist schlechter. Wo kriegen wir denn besseren Star? Warte mal, 27? Vielleicht kriegen wir besseren Stuff in Darkon 1. Also ich wollte nicht den 55er Stuff jetzt kaufen. Also den Wand, besser gesagt. Okay, naja. So, das sind wir auch. Mal kurz schnell schauen, ob es noch irgendwas gibt für uns. Aha, okay, das ist jetzt ein Problem. Warum kann ich hier keine NPC-Waffen kaufen? Also ich meine, die haben die Dinge ja nicht jetzt einfach nur so entfernt. Ah, hier. Oh, ist so teuer. Uff. Aber wo gibt's irgendwie Sachen jetzt so dazwischen? Zwischen 55 und
Naja, 27. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kannst du mit Händen nachschauen? Okay, keine NPC-Waffen für uns. Das Ganze wird auf alle Fälle schwierig. Jetzt schauen wir noch ganz kurz nach den anderen Gigs. Also wenn die halt immer bei 10 Millionen HP bleiben, dann ist es halt vielleicht okay, so. Denke ich mal halt zum Gicken. Aber das Ganze wird halt echt problematisch irgendwie. So, wo ist der Giant? Ist der... Da ist er. Okay, wieder 10 Millionen HP. Okay, die haben alle 10 Millionen HP. Naja, interessant, gut. Okay, dann müssen wir halt zumindest... okay. wissen wir halt zumindest, in welche Richtung das wir gehen können dann später. Wobei ich halt immer noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das halt wirklich so der Weg ist. Also, keine Ahnung. Aber wir werden es rausfinden. Wir probieren es auf alle Fälle mal und versuchen unser Bestes.